Es ist mir eine große Freude, Sie alle heute als bürgerschaftlich Engagierte anlässlich des Ramadan zu einem Iftar-Abendessen einladen zu können. Die über 650.000 Musliminnen und Muslime sind und der Islam sind Teil von Baden-Württemberg. Meine Damen und Herren, dieser Land steht allen Weltreligionen und Religionsgemeinschaften offen gegenüber, weil es christlich geprägt ist und von der Bedeutung religiöser Tradition und auch religiöser Erziehung weiß. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir einander einladen und einander begegnen, auch heute als Christen, als Muslime, als Juden, als Anders- und als Nichtglaubende. Die von mir sehr geschätzte Philosophin Hannah Arendt, eine deutsche jüdischen Glaubens, formulierte es so: Politik handelt von dem Zusammen- und Miteinandersein der Verschiedenen. Dass Politik und Recht fehlgehen, wenn sie die Menschen per Zwang vereinheitlichen wollen, unterstreicht auch ihre zentrale Aussage, die aus dem ersten logischerweise folgt, dass der Sinn von Politik nämlich Freiheit ist. Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit gehört zu dieser unaufgebbaren Freiheit. Daher steht sie in unserem Grundgesetz unter den Grundrechten. Das Urteil eines Kölner Gerichts zur Beschneidung von Knaben hat eine heftige kontroverse Diskussion in Deutschland ausgelöst. Der Bundestag hat entschieden, diese Frage gesetzlich zu regeln und die Beschneidung aus religiösen Gründen auch weiterhin zu ermöglichen. Ich begrüße diese Entscheidung ausdrücklich, denn ich sehe uns als Demokraten in der gemeinsamen Verantwortung, den Kernbereich der Religionsfreiheit zu schützen, insbesondere auch von religiösen Minderheiten. Dabei müssen wir die Grundrechte der Religionsfreiheit, der körperlichen Unversehrtheit des Kindeswohls und des natürlichen Rechts der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, in der rechten Weise gegeneinander abwägen. Wir sind alle aufgerufen, uns der Tugend der Toleranz immer wieder zu vergewissern. Und ich möchte noch mal betonen, ich habe es schon letztens in Tübingen gesagt, Toleranz heißt, das anzunehmen, was uns erstmal nicht so gefällt, dass wir tolerant sind gegenüber dem, was uns gefällt, ist ein Missverständnis. Also darauf noch mal hinzuweisen, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eben das andere und auch das Fremde, das uns Fremde akzeptieren, das meint Toleranz und nicht, dass wir nur die verstehen, die so ungefähr so sind, wie wir sind. Einwanderer aus vielen Regionen der Welt und mit verschiedenem Glauben tragen zum Erfolg unseres Landes Baden-Württemberg bei. Sie arbeiten in den Firmen oder haben selber Unternehmen gegründet, was wir ja heute besonders hervorheben wollen. Sie schaffen Arbeitsplätze, sie zahlen Steuern, sie engagieren sich in Vereinen und sie nehmen am politischen Leben teil, gründen Familien. Über 400.000 Muslime und damit mehr als die Hälfte der muslimischen Bevölkerung sind längst Deutsche im Sinne des Grundgesetzes. Und mehr als jedes achte Kind, das in unserem Land geboren wird, hat eine muslimische Mutter. Ich bin der Überzeugung, dass wir in Baden-Württemberg eine neue Willkommenskultur entwickeln müssen. Wir befinden uns längst in einem internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe für Wirtschaft und Wissenschaft. Gleichzeitig liegen unsere Stabilität und unser Wohlstand in den Köpfen und in Händen unserer Menschen. Und wenn wir bei Innovation und bei dem Know-how, das uns stark gemacht hat, wenn wir das halten wollen, dann sind wir auf gut ausgebildete Menschen hier und von außerhalb angewiesen.
Heute Abend wollen wir allen Vorurteilen nun entgegenwirken und es geht um die Anerkennung dessen, was die Einwanderer geleistet haben. Denn Menschen, die es in unserer Gesellschaft, in unserem Land zu etwas gebracht haben, die sich in unserem Gemeinwesen etabliert haben und wirtschaftlich erfolgreich sind, sie sind als Vorbilder unglaublich wichtig. Sie ermutigen andere, ihre Chance zu ergreifen und ihr Leben aktiv in die Hand zu nehmen. Denn, und das habe ich schon bei meiner Ansprache bei der Einbürgerungsfeier im Landkreis Tübingen betont, unsere Herkunft mag verschieden sein, unsere Zukunft können wir nur gemeinsam meistern und erfolgreich gestalten. Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen.